In Großbritannien wurden 1000 Angestellte gefragt, wie sie mit dem Thema Krankfeiern umgehen. Sie berichteten nicht nur vom perfekten Facke, sondern auch von den Schuldgefühlen danach. In der Erkältungszeit ist es ganz normal, dass der ein oder andere Kollege mal kurzzeitig außer Gefecht gesetzt ist. Manche Mitarbeiter aber nutzen auch die Gelegenheit und nehmen sich ihre Auszeit, ohne wirklich krank zu sein. Eine Umfrage der britischen Halsbastillenfirma Fitzhermans Friend unter 1000 Angestellten ergab diesbezüglich interessante Ergebnisse. Die perfekte Facke-Krankheit tritt demnach an einem Montagmorgen im Februar auf. Wer seinen Chef persönlich zwischen 8:01 und 8:30 anrufe und nur einen Tag krank feiere, habe die größten Chancen damit durchzukommen, ohne dass jemand Verdacht schöpft, zitiert die Sun aus der Fitzhermans Studie. So richtig genießen können die meisten Blaumacher ihren ergaunerten freien Tag aber nicht, 8 von 10 krankfeiernden Angestellten plagten laut Studie bis zum Mittag Schuldgefühle. Jeder 10. gehe am Nachmittag doch noch zur Arbeit, 39% der Befragten erledigten Arbeit von zu Hause aus. Wer am ersten Montag im Februar krank feiert, könnte allerdings auch verdächtig erscheinen. Denn der Tag gilt in Großbritannien als National Sick Day, weil sich an diesem Tag erfahrungsgemäß besonders viele Menschen krank melden. Der mutmaßliche Grund: Zum Jahresanfang orientieren sich viele beruflich neu und am ersten Montag im Februar finden viele Bewerbungsgespräche statt. Noch häufiger bleiben die Briten der Arbeit nur am Tag nach der Weihnachtsfeier fern. In einer anderen Befragung unter 2000 Briten zum Thema Weihnachtsfeier gab kürzlich jeder 4. Arbeitnehmer an, er werde am Tag nach der Betriebssause blau machen, um seinen Kater auszukurieren. Weitere 25% der Befragten hatten sich für den Katertag vorsorglich sowieso schon freigenommen. Was gilt für die Krankschreibung im deutschen Arbeitsrecht? Ein Rechtsanwalt räumt mit Irrtümern auf. Die Krankheitstage auf der Arbeit häufen sich. Darf der Chef eine Abmahnung schicken? Und ist es legitim, wenn er ab dem ersten Tag eine Krankschreibung fordert? Heiko Hecht, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, klärt über die wichtigsten Fragen im Krankheitsfall auf und warnt vor Fallstricken.